Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Koppelstangen-Pendelstützen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Koppelstange an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Das Gelenk der Koppelstange verbindet die Koppelstange mit den Stoßdämpfern, um die Räder jederzeit am Boden zu halten. Die zu entfernenden Teile sind häufig verklemmt. Du kannst sie abbürsten und ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Löse und entferne dann das obere Kugelgelenk der Koppelstange. Nimm dir dazu einen gekröpften 18er Schlüssel und einen M6 Innenfiehlzahneinsatz zur Hand. Bremse die Drehung mit dem Innenfiehlzahneinsatz und entferne die Mutter mit dem Schlüssel. Entferne die Mutter. Wiederhole den Vorgang am unteren Kugelgelenk. Entferne die Mutter und dann das Gelenk. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bolkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir das neue Kugelgelenk der Koppelstange zur Hand. Setze es wieder an seinem unteren Platz an. Ziehe die Mutter wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Schiebe es dann in den oberen Teil. Bringe die zweite Mutter wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.